Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und nach einer gefühlten Ewigkeit mache ich jetzt endlich mal weiter. Ihr fragt euch wahrscheinlich schon, warum ich noch nicht weitergemacht habe. Liegt einfach daran, ich hatte, ehrlich gesagt, keine Lust auf das Spiel. Ja, für die seit den letzten paar Wochen. Aber jetzt hab ich wieder ein bisschen Lust und gucken wir einfach mal weiter. Was soll ich denn eigentlich nochmal machen? Ja, heute sollen wir Jobs, ja, blablabla. Alles klar. Gut, dann suchen wir uns mal ein paar Jobs raus. Ja, und nicht wundern, wenn ich jetzt, wenn das Bild jetzt auf einmal so groß ist. Ich habe mir nämlich jetzt gedacht, ich nehme ab sofort im Querformat auf. Allerdings wird das bei Professor Layton nicht sein, weil da habe ich, ja, die habe ich nämlich jetzt schon fertig aufgenommen. Es sind insgesamt 32 Parts. Und ja, Meisterdieb Dodo geflohen. Batterieverhaftung geflohen. Das rüde Pokémon festnehmen. Na gut, nehmen wir mal. Aber mal schauen. Was gibt's denn noch? Oh, noch Strandhöhle? Ist das der gleiche? Einmal sollen wir ein Dodo, festnehmen und dann noch eins retten. Und noch ein Anorith. Gut, das machen wir doch mal. Ausüben, ausüben, ausüben. Ja, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe, werde ich wahrscheinlich einige Steuerungsprobleme wieder bekommen. Oh. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, wir können ja, ob ich euch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Ah, hier sind keine Flaschen, aber die Strandhöhle können wir auch hier durch betreten. Ja, das sind inzwischen richtige Lutscher, wenn man so will. Ui, halten wir mal ein bisschen mehr aus. Tschüss. Ja, na. Oh, Geld. Ey. Du Drecks. Komm mal, schalle los. Mach dich nicht. Ja, 13 Poker. So, und da ist er schon. Erkundungsteam, weg hier. Mal sehen. Der will durch die Treppe, der darf also nicht zur Treppe gehen. Komm her. Himmel, wie schnell ist der? Oh, jetzt hast du ein Problem. Ui, wehren wir uns. Schlechte Idee. Attacken. Absorber. Nils, machst du das mal? Nein! Ja, hab ich gesagt. Es wird einfach. Vergesst das. Nils brauchte. Nein. Boah, ich drück immer die falsche Taste. Ich benutze die Rauchwolke. Und Blut. Den Tackle nicht. Los, und jetzt mach. Ja, wir sollten einen Zahn zulegen. Ja, dann. Ja, gut. So.
Absorber brauchen. Scheiße! Ah, jetzt trifft er. Mach du das mit der Nils. Ja, jetzt ist er im Panikstatus. Jetzt wirst du leiden. Jawohl. Ach, immer noch nicht weg. Aber jetzt. Immer noch nicht. Das Gute ist, wenn die im Panikstatus sind, ja, greifen wir uns halt eben nicht an. Mission erfüllt? Nein. Gut. Dann müssen wir jetzt das andere Dodo retten. Ja. Das Muschas von vorhin. Tschüss. Oh, meine Sinebeere. Ja, das Corazon hier machen wir noch fertig. Hallo. So. Jetzt wieder. Oh Mann. So. Ganoven müssen wir jetzt keine mehr schnappen. Zack. Du hast eine Zielebene erreicht. Aha. Oh, ein Schalellos. Komm her. Ich mach dich fertig. Ah, da ist er ja schon. Ja, du hast Dodo gefunden. Ja. Vielen Dank, wir erhalten unsere Belohnung in der Gilde. Ja, Mission erfüllt. Na. Nein, hier raus will ich aber noch nicht. Ein Schlafsam. Ach, was soll's. Sind geschenkte Erfahrungspunkte. Weil verlieren können wir gegen die normalen Pokémon hier in der Strandhöhle eigentlich nicht mehr. Da müsste man sich schon richtig blöd anstellen. Ah, ein Plosivsamen. So, letzter Auftrag in diesem Dungeon. Du hast eine Zielebene erreicht. Nein. Ah! Ein Schlafsamen. Ah, ich esse mal das Blaugummi. Nimm den Schlafsamen. Schlafsamen sind eigentlich immer gut. Ja. Die haben mir schon, als ich privat mal durchgezockt habe, schon in so manch, bei so manchen Ganoven geholfen. Ja. So, das war der letzte dann Auftrag in dem Dungeon. Dann können wir jetzt aufgehen. Yay! Ja, Dodo gefangen. Nehmt dieses Item als eure Belohnung. Das Team erhält das Item Floragummi. Nehmt dieses Item als eure Belohnung. Ein Royalgummi, also jede Menge Gummis. Ja. Gelbgummis. 15. Ich glaube, wir erreichen diesmal den Bronzerang. Vielen Dank für meine Rettung. Nehmt das Item heilsam als Ausdruck meines Dankes. Ja. Ah, ein Belebersamen. Dodo, ich liebe dich. Du bist noch das Beste. Und noch ein Top-Elixier. Wow. So, bei dem Auftrag sollten wir jetzt. Aber. Oh, schade, dass wir die nicht kriegen. Nur 100. Gerock Rock 10. Anfangs sind die noch eigentlich noch recht witzig. Ja. Team NNN steigt von Normalrang auf Bronzerang. Die Anzahl der Items, die im Lager aufbewahrt werden können, ist von 64 auf 96 gestiegen. Für die Rangsteigerung hat das Team das Item Citrobeere erhalten. Die sind ziemlich nützlich, weil die wirken, wenn wir beschädigt sind, also einige KPs fehlen, wie die Sinelbeeren, aber wenn wir wenn wir volle Energie haben, kriegen wir einige KPs mehr. Und ja. Ich liebe dieses Spiel einfach. Aber, wie ich gesagt, man muss Lust dazu haben.
Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir aus dem morgigen Tag wieder einen guten Tag. Okay, gute Nacht. Und Kapitel 5, die erste offizielle Erkundung. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Klack, klack. Guten Morgen, Norman. Möchten wir unser Abenteuer speichern? Oder meins? Ja, möchte ich. Ja. Yay. Hört bitte alle her. Ich habe eine wichtige Neuigkeit. Weit oben im Nordosten und noch weiter draußen in den äußersten Gefilden. Dort gibt es einen Ort namens Schemengehölz. Ja, merkt euch diesen Namen, Schemengehölz. Der wird später noch in dem Spiel ziemlich wichtig. Ja, im Schemengehölz, dort ist anscheinend die Zeit stehen geblieben. Was hast du gesagt? Du sagst, die Zeit ist stehen geblieben? Hey! Ja, richtig. Die Zeit im Schemengehölz befindet sich im Stillstand. Der Wind hat aufgehört zu wehen, die Wolken sind erstarrt. Tautropfen fallen nicht von ihren Blättern, sondern bleiben einfach wie schwerelos hängen. Im Schemengehölz ist tatsächlich die Zeit stehen geblieben. Die Zeit ist stehen geblieben? Aber wie konnte etwas so Schlimmes nur geschehen? Das ist ja unvorstellbar. Ja, das Unvorstellbare ist geschehen. Wieso die Zeit im Schemengehölz stehen geblieben ist? Nun, weil das Zahnrad der Zeit des Schemengehölzes, es wurde gestohlen. Was? Das Zahnrad der Zeit wurde gestohlen? Das hat die Zeit angehalten. Hey! Ich hatte schon gehört, dass das passieren kann, aber jetzt ist es wirklich passiert. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wieso sollte irgendwer ein Zahnrad der Zeit stehlen? Seid alle still. Oberwachtmeister Magnetzone hat bereits mit den Ermittlungen begonnen. Es ist schwer zu glauben, dass jemand es wagen würde, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen. Doch wenn ein Zahnrad der Zeit gestohlen werden konnte, sind vielleicht auch die anderen in Gefahr. Der Oberwachtmeister bat darum, sofort benachrichtigt zu werden, wenn uns verdächtige Pokémon auffallen. Also denkt daran, lasst es uns wissen, wenn euch etwas auffällt. Das ist alles. In Ordnung, Pokémon. Macht euch an die Arbeit. Hurra! Oh, ihr da. Ihr beide, kommt her. Ihr macht eure Arbeit mittlerweile ganz gut. Okay, danke. Ich war sehr beeindruckt, als ihr Penisnase oder Traumato gestellt habt. Das war bewundernswert. Also, ihr werdet endlich eine Mission bekommen, die eines richtigen Erkundungsteams würdig ist. Wirklich? Hurra! Zeigt mir eure Wunderkarte. Norm, ich öffne die Wunderkarte. Hier liegt Schatzstadt. Und dort drüben ist der Ort, den ihr erkunden sollt. Wo? Ach da. Seht ihr, an dieser Stelle ist ein Wasserfall. Allem Anschein nach ist es nur ein gewöhnlicher Wasserfall. Aber unseren Informationen zufolge soll der Wasserfall ein Geheimnis bergen. Und da kommt ihr ins Spiel. Wir wollen, dass ihr den Wasserfall erkundet und herausfindet, was dort ist. Das ist alles. Versteht ihr, worum es bei der Mission geht? Nö. Doch, natürlich. Gut, in Ordnung. Dann überlasse ich euch nun die gründliche Erkundung des Wasserfalls. Was? Stimmt etwas nicht? Du zitterst ja. Bist du in Ordnung? Ja, alles okay. Ich bin nur aufgeregt wegen der Erkundung. Das wird unser erster richtiger Job als Erkundungsteam sein. Ich bin ein bisschen angespannt. Ach, ich könnte vor Spannung platzen. Wir schaffen das, Norman. Yay! Die Siegerpose.
mal sehen. Aber wie ihr mich ja mittlerweile kennt. Oh, Norman und Nils ist auch da. Hä? Was macht Palimpalim denn da? Ja, kennt ihr den Sketch von Didi Hallervorden? Und die Flasche vom Fritz? Palimpalim! das sind echte gute Sketches, muss man einfach mal sagen. Hallo, was ist denn hier los? Das hier ist ein Treffpunkt, ich habe ihn heute erst eröffnet. Ein Treffpunkt? Ja, hast du schon mal daran gedacht, mehr Mitglieder ins Team aufzunehmen, Nils? Mehr Mitglieder? Na klar, es wäre cool, neue Mitglieder aufzunehmen. Wenn wir nicht mehr nur zu zweit wären, das wäre bestimmt hilfreich beim Erkunden von Dungeons. Na also, dann solltet ihr neue Mitglieder anwerben. Oh, wie geht das denn? Ich läute ganz einfach die Freudesglocke für euch, Team. Dann mal los! Palim Palim läutet die Freudesglocke. Team ist nun in der Lage, neue Mitglieder anzuwerben. Wirklich? Ja, ihr bekämpft Pokémon in Dungeons, nicht wahr? Ab sofort kann es passieren, dass manche Pokémon aus Respekt vor euch Team beitreten wollen. Habt ihr ein Pokémon einmal angeworben, könnt ihr es mit auf Erkundung von Dungeons nehmen. Dazu kommt ihr dann zu meinem Treffpunkt und bestimmt, welche Mitglieder ihr mit auf Erkundung nehmen wollt. Kommt also immer zu mir, wenn ihr mir Rekruten mitnehmen wollt. Wow, danke Palim Palim. Ja, also, wie sie ja gesagt hat, können wir jetzt auch Pokémon mitnehmen, wenn wir wollen. Wenn sie sich uns anschließen wollen. Ja. Ah, noch was Neues. Das gab's in Zeit, Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit und Dunkelheit auch nicht. Hm? Was ist los? Hier sind Treppenstufen. Etwas steht auf dem Schild geschrieben. Wie? Was ist das denn? Da steht Pandiercafé, Hoffen und Träumen, Eröffnung in Kürze, dicke Belohnung. Sieht so aus, als ob demnächst ein neuer Laden aufmacht. Aber Hoffen und Träumen? Ich frag mich, was das für ein Laden wird. Vielleicht einer der... ganz heimlichen paar Drogen versteckt, deswegen Träumen vielleicht? Lassen wir das. Lass uns wieder kommen, sobald er geöffnet hat und sehen, was er mit diesem Laden auf sich hat. Jo, das werden wir. Die Tür ist noch geschlossen, daher kannst du nicht hinein. Anscheinend sind die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen. Jo, in ein paar Tagen werden wir da auch hingehen können. Also Spieltage natürlich. Wer seid ihr denn? Ja, mit euch rede ich gleich noch. Erstmal will ich jetzt zum Kecleon laden und schauen, ob der belebt. Belebersamen im Angebot hat. Komm. Jawohl, ein Belebersamen. Hat sich doch schon gelohnt. Mal sehen, was könnte ich denn verkaufen? Obwohl, das ist eigentlich alles ziemlich gut. Lassen wir das. Ich heb einfach ein bisschen Kohle ab. Und kaufen einen Belebersamen? Ja. Ich nehme mal 826 sowas rum. Einer kostet ja 800, habe ich noch ein bisschen was übrig. Das will ich noch kurz tun. Willkommen im Laden. Den... Och man, leck mich doch am Arsch. Gut, kurz zum Kangama. Mal schauen, was weg kann. Eine Sinnelbeere kann weg. Nö. Ich brauche nur einen Platz. Ja, ist gut. Ich weiß, wir wissen inzwischen, dass du uns auf uns abwehrst. Ja, das Item Belebersamen, danke. Gut.
dann reden wir jetzt nochmal kurz. Kurz mit den drei neuen Typen hier. Ja. Wir sind Team Klingensturm. Wir sind das Trio mit den scharfen Klauen. Wir lieben es, noch unerforschte Orte zu erkunden. Wir bahnen uns den Weg durch tiefe Wälder mit unserem scharfen Klauen. Gut. Dann würde ich sagen, speichere ich noch schnell. Ja, hopp. Gut. diese Glocke hier. Ja, Versammlungsort. Da können wir nämlich auch hier unsere Leute holen, wenn wir welche haben. Also gut, wie gesagt, jetzt mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsdienst Himmel wieder. Bis dann!